So, mit frisch vollgeladenem Anzug, Energie ist voll, mache ich mich doch jetzt mal auf den Weg zum Eisenfelsen, aber erst noch alles loswerden. Und ganz wichtig, Hydrogen auffüllen. Sonst fliege ich nämlich nicht sehr weit. Ah, das wiegt nichts. Uran wiegt nichts, kann man immer mitnehmen. Zwar nicht so gesund, aber egal. Da haben wir nochmal Eisen, Eisengold, Nickel, Eisen. Ist nicht weit weg. Da war auch nochmal was. Was war das? Auch nochmal Eisen. Sehr schön. Dann mache ich erstmal den einen Felsen hier. Den habe ich ja schon angefangen. So, und jetzt in die Hocke. Kommt schon mal mehr bei rum. Geht zumindest gefühlt besser. Ist noch mein riesiger Stein, wollte ich gerade sagen, und schwupps, habe ich ihn aufgehoben. Wow, das meine ich mit Geschwindigkeit. Da muss man nämlich erstmal wieder gucken, dass man hier ans Bremsen kommt. Ah, hat er genommen, obwohl kein. Aber gut, der hat noch einen Konvoi, ja. Vielleicht geht das dann auch. Ich hatte auf jeden Fall letztens irgendwie eine Basis gebaut und ganz viele Sachen nebeneinander und ich konnte noch nicht mal von einem auf das andere zugreifen. Das hat irgendwie gar nichts funktioniert. Das war ein bisschen frustrierend. Ich höre doch schon wieder was. Also ich laufe nicht auf dem Fußboden, deswegen kann es ja nur eins bedeuten. Die Spezialisten kommen wieder. Frage ist nur, wo sind sie? Nicht mal in Ruhe bohren kann man. Vielleicht sind die auch bei der Basis gespawnt, also nicht hier bei mir. Ich finde, das Loot, was die bei haben, sollte, wenn die despawnen, einfach da liegen bleiben. Ist sonst wirklich ein bisschen schade. Die verschwinden so schnell. Gut, wenn der Stein immer noch hier ist, dann kann ich ja auch die Steine wupp, auswerfen. Jetzt hört sich das aber so an, als wäre der Hund hier.
Nein. Die machen mich noch wahnsinnig mit den Tippeleien hier. Hört sich echt so an, als wäre er hier um die Ecke. Vielleicht ist er auch hier um die Ecke. Und ich sehe ihn nur nicht. Und gleich beißt er mir in den Hintern. Inventory full. Ja, das habe ich mir gedacht. Dann lassen wir doch noch mal gucken, wie viele Steine wir. Ach, guck mal, wir haben noch die Hälfte im Inventar ist Stein. Vielleicht sollte ich den Stein mal auf so einen Hund werfen. So einen großen, einfach fallen lassen. Müsste der Drecksköter nur stehen bleiben. Ja, die Steinkügelchen werden schon kleiner. So, jetzt bin ich voll mit Eisen. Da sehe ich meine Plattform schon. Da vorne ist auch noch ein Stein. Was hat der denn? Steht ganz in der Nähe und ist nicht markiert. Der hat auch Eisen. Warum fliege ich eigentlich so weit? Gleich mal benennen. Eisen, Fels. Ist das? Energie scheint noch genug da zu sein. Dann hau rein. Direkt mal auffüllen. Kommt das mal rüberbringen. Ah, ich hätte gleich Stahlplatten draus machen können. Aber gut, dann habe ich hier wenigstens ein bisschen Eisen in Reserve. Ich gehe jetzt erstmal wieder zu dem Eisenfelsen, der weiter weg ist. Machen wir das mal so. Das geht doch gefühlt besser, oder? Nur das mit dem Einsammeln ist. Na, man muss sich auf das Kreuz konzentrieren. In der Mitte, Fadenkreuz. Können wir ja mal als Kommentar schreiben, was ihr meint. Jetzt nur vom Zuschauen. Was ist besser? Die Ansicht zum Abbauen jetzt natürlich. Zum Schießen würde ich immer die andere bevorzugen. Bob. Uah. Alter, Drecksköter.
Komm her. Ja, dann tschüss. Komm doch nochmal her, Drecksköter. Schmeiß ich einen Stein auf den Kopf. Mistviech. Bob. Das ist natürlich. Kommen direkt so große Klumpen raus hier in der Ansicht. Kann natürlich auch alles täuschen und ich sehe das vielleicht nur irgendwie falsch. Hey, nicht abhauen. Dann roll doch weg. So nicht. Ha, da hast du dir wohl gedacht, hä? Drecksköter. Ah, nicht mit mir. Jetzt kann ich noch nicht mal die ganzen Stahlrohre mitnehmen. Noch einer? Klingt so nah. Nicht wie ein so nah, sondern so nah. Bob. Sind sie ein kleiner weniger geworden? Nee. Ein schöner Steinkreis. Ich baue hier ein neues Stonehenge. Wow, 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 wow. Nicht so schnell. Okay, direkt mal Gas nachfüllen. Hallo? Nimmst du das wohl? Irgendwas stimmt ja nicht. Ach so, weil die jetzt voll ist, kann ich die nicht mehr mitnehmen. Das ist natürlich. Das kann natürlich sein. So. Montiere. Warum kann er nichts? Ach so, ja. Dann sollte ich natürlich auch was geben zum Montieren. So 6000 irgendwas. Und ich brauche 2 Komma. Das heißt, ich könnte schon mal 1000, 3000 könnte ich locker machen. Dann machen wir nochmal 3000. Damit ist er erstmal ein bisschen beschäftigt. Mann, voll die Formel-1-Wagen hier unterwegs draußen.
gar nicht mal so viele Steine. Diesmal war mehr Eisen dabei. Ja, komm, die paar Steine, die nehme ich mit. Oh, Nordlichter. Ah, das tat weh. Das hat ein bisschen gerumst. Ich hatte im ersten Moment noch gedacht, weiche ich aus. Dann habe ich so gedacht, so, passt schon. Aber ein bisschen zu knapp. Machen hier den Energiehaushalt. Haben die noch so viel? Tatsache, ey, der hat noch Megawatt. Alter, Hund. Wo ist die Dreckstöhle? Robotöhle. So, jetzt kann ich eigentlich mal gucken. Ich wollte ja hier eine Tür einbauen. Das heißt, ich mache hier mal Door. Sliding Door, genau. Und die setze ich mir hier hin. Ach so, Stahlplatten. Ja, genau. Stahlplatten. Das war doch. Temporäres Schiff, ja, das wird irgendwann entfernt, ich weiß. Mache ich schon selber, danke. Brauchst du mich nicht dran erinnern. Na? Das erinnert mich an alte Zeiten im Weltraum. Mit meiner Space Station Plattform. Ding, 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 ding. So, jetzt könnte ich mir schon langsam mal überlegen, wie ich denn mein Fahrzeug konzipieren möchte. Denn die Plattform ist ja jetzt so gut wie fertig. Ich meine, ein bisschen rumflexen hier, rumschweißen. Ist jetzt auch nicht so das. Noch eine Rampe bauen. Aber dazu muss ich erstmal wissen, wie groß das Fahrzeug wird, damit ich die Rampe nicht zu klein dimensioniere. Das war das. Hol ich doch. Autsch. Oh. Das meine ich.
Das passiert schon mal schnell. Und kann ins Auge gehen. Schnell in die rettende. Station hier rein. Um ein bisschen Leben aufpowern. Das Hydrogen tankt jetzt nicht auf, klar, weil ich habe hier kein Eis in dem Ding. Aber da war ja ein See in der Nähe, glaube ich. Ich meine, wir hätten ihn schon gesehen. Da kann ich mir ja Eis holen. Ich hoffe, da gibt es auch Vanille oder sowas. Nicht nur so Standard-Wassereis. Das war's schon wieder. Diesmal nicht davor dutschen, bitte. So, jetzt auf dieser Seite hätte ich gerne das Eisen. Das ziehe ich mir darüber. Moment, das nehme ich mal mit. Hallo. Ich weiß nicht, warum das jetzt nicht wollte. Am besten mache ich mal. So, dann macht er mir so viele, wie er kann. Läuft. Davon werde ich sowieso noch massiv brauchen. Eigentlich muss ich erstmal so eine kleine Teststation machen mit diesen ganzen Sachen, die ich noch gar nicht kenne hier. Gut, Motor kannte ich schon, gab es schon was länger, aber diese hydraulischen Dingens, keine Ahnung, habe ich keine Ahnung von. Weil ich mir mal so ein Bohrarm bauen, der am besten vor dem Fahrzeug so ein bisschen rotiert, aber nur so, dass ich mir praktisch damit einen Tunnel bohren kann. Ja, dass ich da einen Tunnel mitbohren kann. Ja, Punkt. So, gibt's nichts mehr zu sagen. Die Plattform ist auch nicht ganz gerade, oder? So ein bisschen abschüssig. Das Gefühl. Ist es überhaupt möglich, eine komplett gerade Plattform zu bauen? Ist ja mal gut gerade. Je nachdem, wie groß man die baut, ist sie wieder nicht gerade. An der Stelle. Es kommt immer darauf an, wo der Schwerpunkt ist. Gut, ich habe noch ein bisschen was. Ich habe auch noch ein bisschen Kies. Gucken, kann ich den Kies hier reinpacken? Der wird nicht von der Raffinerie automatisch gezogen. Die braucht den auch gar nicht. Da soll der rein. In die Montageanlage. Ich komme ein bisschen schief vor. Okay, ich brauche erstmal Platz. Irgendwo 7 ist ein guter Experimentierslot. Dann nehme ich doch mal. Ach, jetzt kommt schon wieder Köter. Ich krieg's Kotzen. Oh, das ist ja noch gar nicht fertig.
dachte ich schon, ich wäre hier fertig. Habe ich hier unten vergessen zuzuschweißen. Ich glaube, die Tür ist auch noch nicht ganz fertig. Stahlrohre klein, Anzeige, Panzerglas. Das sollten wir hinkriegen. Stahlrohre klein. An. Warum geht der da automatisch raus? Warum geht der da automatisch raus? Anzeige, Panzerglas. So, fertig. Geschlossen. Ja, so, wo war ich? Auf 7 und dann Experimentierslot. Ich möchte experimentieren, auf jeden Fall mit. Ah, nicht mit dem Sprengkopf. Damit mache ich keine Experimente. Mit einem Motor, ja. Kolben. Und dem Bohrer. Ja. Schaltkonsole, weiß ich nicht, ob ich die brauche. So. Also der Kolben, das ist. Ne, das ist der Bohrer. Ein Bohrer an der Station. So, das ist der Kolben. Das heißt, der drückt sich um einen raus. Wenn ich den Kolben. Zum Beispiel so rum bauen würde und ich würde da dran. Ich würde da dran so einen Verbinder machen, dann könnte ich mir praktisch so einen Verbinder, der rausfährt. Aber ich weiß nicht, ob der überhaupt. Ja, doch, damit kann man Sachen. Der kann auf jeden Fall was. So, Motor. Motor kann nix. Ich bräuchte jetzt zum Beispiel noch ein paar Blöcke. So, das ist mal eine gute Arbeitshöhe. Wenn ich jetzt sagen würde, das wäre die Mitte. Nein, die Mitte machen wir mal über dem Loch. So, ich hätte jetzt hier an meiner Frontseite einen Motor dran. Warum geht das nicht? Doch, geht. Ich habe sogar genug Teile dabei. Und jetzt würde ich hier wiederum. So, dann dreht er sich natürlich nur im Kreis. Ja. Wenn ich daran jetzt zum Beispiel einen. Förderband. Ich glaube, der Motor kann nichts transportieren, aber. Vielleicht ein kleines Lager. Warum kann ich das nicht? Ich glaube, ich kann da nur einen Block dran machen. So, Block ist dran.
Dann könnte ich aber hier. Den Bohrer zum Beispiel. Sondern damit der Motor nicht irgendwie eingewichtig ist oder sowas, würde ich jetzt auf der anderen Seite auch noch einen machen. Dann kann er sich drehen. Und dann könnte ich mir vorstellen, würde es vielleicht Sinn machen, wenn ich jetzt ich jetzt an der Seite da kann ich keinen Verbinder dran machen. Ich hätte jetzt hier einen Verbinder dran gemacht, auf der anderen Seite einen Verbinder und dann könnte man die immer leeren. Naja. Ich würde sagen, das war's für die Folge. In der nächsten Folge schauen wir mal weiter. Ja, weiß ich noch nicht, wann ich die aufnehme. Wir schauen mal. Bis dahin, ich wünsche euch alles Gute. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen hoch da. Bis dann.